Ja, hallo zusammen, ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gästeplay und hier mit dem Mighty Duck 17 aus der klaren Bande mit dem 6er Premium Light der Chinesen Type 64 in einem 7er 6er Battle auf Malinowka im Nordwesten gestartet. Wir haben hier 7er 6er Gefecht und wie gesagt 6 7er und 9 6er Leute, 4 Heavys, 4 mittlere Panzer, 5 TDs, 2 Lights, 0 mehr die Arti. Ja, keine Arti auf offener Fläche. So, hier macht er schon einiges auf. Ja. Sehr schön. Ja, Munitionsverteilung hat er 22 mal AP dabei. Mit 115 Damage, 128 Durchschlag, 20 mal Premium Munition, APCR dabei. Mit 177 Durchschlag und 3 mal HE, 185 Damage, 38 Durchschlag. Kleines Redkit, kleines Medkit. Hier gibt es die ersten Aufklärungsschaden auf die Super Hackett. Guck mal, 143 abgegriffen. Klein fängt's an. Ja, dritte Position hat er gar nicht. Hier kein Tarnitz, keine Schere, nix. Hat er wohl vergessen. Auch keine Ration. Eine Gunmark hat er drauf, ein Sternchen. Auf dem Rohr habe ich gesehen. Ja, der Type 64 ist ein kleines Biest. Ja. Ja, wenn du in der Arti sitzt und so, ach, dieses Nerve-Ding. Ja. Aber sonst ein sehr schöner Panzer. Wer Light fährt. Ja. Also wer Leitfahrer ist, muss diesen Premium Light haben. Das ist so. Ich bin kein Leitfahrer. Oh, T25-2. Wedding Man. Aha. Nee, Weddy Man. Nicht Wedding. Widi. Falsch ausgesprochen. So. Tschüss, KV1S. Ja, der war blind. Schon meinen ersten Kill abgefrühstückt. Nächster Kandidat. Mal ein Schüsschen rein. Und da geht er aber schon raus. So, 13-0 steht es. Das Gegnerteam ist nicht gut aufgestellt. Ah, der Light von der Gegenseite, letzte Position da auf A7, 8 und der steht da auch wirklich. Sehr schlechte Position für den AMD 178B. So, Britta-Spanzer aufgegangen. Schuss kam aber nicht an. Alle 2,8 Sekunden kommt hier eine Bohne angeflogen. Ja, jetzt prallt er am Turm. Kette gezogen. Und Schuss. Auch der Kill wird ihm weggenommen, aber macht nichts. Nächster Kandidat, T3400. Und dort hinten haben wir die Su-100. Jeder bekommt was ab. Ja, zweiten Kill. So, haben sind wir bei 1000 Damage und 780 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Teammitglieder. Und so wie es scheint, hat sich der AMD 178B aus der Affäre da hinten rausgezogen. Ist aber jetzt unglücklicherweise da vorne aufgegangen und gleich ein paar Schüsschen abbekommen. Viel HP hat der gegnerische Panzer nicht mehr. Oh, hier, T50-2. Und tschüss. Ja, einmal gucken und schon raus. 7-3 steht es. Ich guck mal, wo die Gegner sind. Und zack, weg war er. So, Hellcat. Aufgeklärt. Alle gibt da einen Schuss ab. Und nimmt die Hellcat raus. Dritter Kill. So sind wir bei 1355 Damage, 1500 Aufklärungsunterstützungsschaden. So, der Radpanzer flüchtet. AMX 178B. Er geht zwar jetzt auf.
Nochmal ein Schüsschen drauf, kriegt vom Skoda T25 eine. Boah, dann nimmt er den noch raus. Wird der Kill. Riskiert hier einiges. Aber Glück gehabt. T3400 wehrt sich. Einziehen und da geht er raus. Jetzt den Skoda T25. Raus damit. Fünfter Kill. Ja, die Gegner einfach chancenlos hier. Das muss wehtun. Die haben vieles falsch gemacht, die Gegner. Hier unten die Flanke am Wasser komplett vernachlässigt. Ja, einzige, der sich da hingestellt hat, war der KV-1S, der stockblind ist. So, Tiger 1, okay, mit dem möchte man sich jetzt nicht anlegen. Von auch der M4A3E8 da oben, der Sherman, den sollte man auch nicht zu doll reizen. Aber der hat jetzt erstmal schon mal Aufklärungsschaden bekommen hier. Für den M4A3E8, den unaussprechlichen. So, da geht er wieder auf. Tiger kann nicht schießen. Na, jetzt doch. Jetzt konnte er doch auf den Mighty Duck schießen und treffen. Das war jetzt doppelt gemobbelt, ne? Ah, nochmal 23 abgezogen. Und den Kill holt sich aber Werners. So, Tiger 1 ist raus. Nur noch VK3601A. 62 Hitpoints bleiben hier dem Mighty Duck. Oh, schade. Auch der Kill wird ihm geklaut. Na los, nur ein für den Krieger. Oh, schade, schade, schade. Ach, nee, gibt es nicht. Na gut. Schöne Runde und wir sind am Ende und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, da ist Überschrift Ace Tanker Type 64. Ja, wunderbar. Panzer Ass und Wachposten. Und es wäre sogar ein Krieger dabei gewesen. Wenn nicht sogar eine Reddy Waters. Ne? Immer wurde ihm der Kill so geklaut oder der letzte Schuss hat nicht penetriert oder sind 10 HP übergeblieben. Ja, aber egal. Panzers, dann haben wir hier Speger, Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer, 88.587 Credits, XP kommen wir später, wie sagt der Wachposten, und dann gehen wir in Teamscore, 2013 Damage, 5 Kills, 1614 Basis XP, gehen wir in den Report rein, 29 mal geschossen, 23 mal getroffen, 20 mal durchschlagen, 1299 Damage über 300 Meter, 3422 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Teammitglieder, macht einen kombinierten Schaden von 5435. Wir fahren 1,8 Kilometer, dafür 59.058 Credits bekommen, natürlich Repair, Munition und Ration. Nee, Ration war doch gar nicht dabei. 20.000 abgezogen? Hm, interessant. Ja, ist egal, 44.408 Credits bleiben über und das in, ja, noch nicht mal Halbzeit, ne? 7 Minuten 14 war die Runde zu Ende und die Basis-XP plus... Ja, 726 fürs Premium-Fahrzeug macht 3147 XP und 122 freie Erfahrung. Jawohl, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.